Hallo und herzlich willkommen hier zu Heartbeat Games und zu einem neuen Part Let's Play Call of Duty Black Ops 2 Multiplayer. Und mein ganzes Commentary wird sich heute mal um ein ganz wichtiges Thema drehen, wie ich finde, nämlich der Next Generation bezüglich der Konsolen, also PS4 versus Xbox One. Die E3 ist ja hier am Start und sie ist am Kochen, wie ich finde. Und ich habe mir beide Pressekonferenzen sowohl von Microsoft als auch Sony im Livestream angeguckt und werde mal diesbezüglich berichten. Ja, was erwartet uns eigentlich mit der Xbox One bzw. der PlayStation 4? Was erwarten uns hier für konsolenexklusive Titel? Also sprich, man kann das Spiel nur dann spielen bzw. erwerben, wenn man auch die diesbezügliche Konsole hat. Ja, wie sehen die Konsolen aus? Was erwartet uns mit ihren Eigenheiten? Ja, was wollen sie uns damit eindrücken? Welche Vorteile hat man oder nicht? Ja, dann würde ich doch gerne mal mit den exklusiven Titeln so ein bisschen anfangen. Also was man so erwarten kann. Und da fange ich mal mit der PlayStation 4 an. Was wurde da gezeigt? Ein Spiel von Quantic Dreams zum Beispiel. Und Quantic Dreams ist die Spieleschmiede, die Spiele unter anderem wie Heavy Rain gemacht haben. Das dürfte euch bestimmt bekannt sein. Habe ich auch selber mal durchgespielt. Auf jeden Fall können die Mann und Frauen natürlich dort gute Stories erzählen, emotionale gute Stories. Und das Gezeigte sah wirklich ziemlich witzig aus, auf jeden Fall. Bisschen konfus, doch ziemlich witzig. Und die Gesichtsanimationen waren richtig krass übel. Hat mir wirklich gefallen. Mal sehen, was uns da so erwartet. Dann wurde ein Spiel vorgestellt, das heißt The Order 1886 und das war ein Spiel von den Machern von God of War. Ja, das war so ein Steampunk-Spiel. Die Zahl steht natürlich für den Zeitrahmen, wo das Spiel spielt. Aber nichts mit Antiken oder sonstiges. Da waren Laserwaffen und irgendwelche Risse, die sich geöffnet haben, irgendwelche fremden Wesen, die einen angegriffen haben. Ja. Sah interessant aus, hat mich aber nicht umgehauen. Dann wurde natürlich das neue Killzone gezeigt. Das sah schon wesentlich besser aus. Und ja, man kann, glaube ich, ruhigen Herzens da auf Killzone hoffen, so wie man das kennt. Ja, was gab es noch? Dann wurde unter anderem Drive Club vorgestellt, ein Autorennspiel. Das sah sehr gut aus. Von den Machern von Motorstorm und so weiter. Infamous Second Son wurde vorgestellt. Sah auch gut aus. Wurde sehr storylastig präsentiert. Ich glaube mal, man kann sich, also wenn man ein Fan von Infamous gewesen ist, kann man da bedenkenlos zugreifen, glaube ich jedenfalls. Ja, was war noch? Dann kamen noch so kleinere Spielchen auf jeden Fall. Aber so, das waren ungefähr die großen Blockbuster. So gesehen. Wenn ich eins vergessen habe, dann tut es mir leid. Nehmt es mir bitte nicht übel. Könnt ihr in den Comments nachrechnen auf jeden. Kommen wir mal zu der Xbox One. Was gab es da exklusiv? Quantum Break zum Beispiel. Ein Spiel von den Machern von Max Payne und Max Payne 2, also von Remedy. Und ja, nach wie vor weiß man eigentlich nicht so recht, was da einem erwartet, weil es doch irgendwie ziemlich mysteriös ist. Da wurde eben so eine kleine Zwischensequenz präsentiert. Sah auch jetzt wirklich nicht nach irgendwie Next Gen aus, ja, also. Ja, mal sehen, was uns da erwartet. Ich glaube doch mal so ein storylastiges Spiel. Auf jeden Fall. Gut, was gab's noch? Das war schon die Next-Gen-Keule. Dann Forza Motorsport 5. Und das sah wirklich sehr gut aus. Die Rennboliden haben wirklich einiges hergemacht. Also da kann man sich auf gewohnte Qualität freuen, denke ich mal. Dann wurde zum Beispiel Dead Rising angekündigt. Da war der Protagonist wirklich inmitten von Hunderten, aber auch Tausenden Zombies und hat sich da durchgeschnetzelt. Ja, mit Zombies kann ich, ehrlich gesagt, nicht viel anfangen. Dann wurde Halo 5 natürlich geteasert. Das war so ein Render-Trailer oder Teaser. Das sah wirklich sehr, sehr gut aus, aber über das Spiel kann man wirklich gar nicht sagen. Aber ich glaube mal, da erwartet uns auch Halo.
Ja, wie man auch Halo kennt. Dann für die Xbox 360, aber nicht nur exklusiv für die Xbox 360, aber dennoch möchte ich das hier erwähnen. Also höchstwahrscheinlich wird das auch für den PC kommen. Titanfall von Respawn Entertainment. Und von wem kommt Respawn Entertainment, beziehungsweise wer sind die Gründer von Respawn Entertainment? Es ist Jason West und Vince Zampella. Also denjenigen, die mit Infinity Ward Modern Warfare und Modern Warfare 2 entwickelt haben, bis sie sich dann mit Activision zerstritten haben und dann eben rüber in das andere Lager gewechselt haben, sozusagen. Und jetzt stellen sie eben hier das Titanfall vor für die Xbox 360 sowie auch für PC, so wie ich das verstanden habe. Ja, und es hatte doch schon Ähnlichkeiten mit Modern Warfare. Natürlich sah das schicke aus auf Basis der Source Engine. Also von Valve, also eine betagte Engine eigentlich, also eine erfahrene Engine, würde ich mal jetzt sagen, aber es sah wirklich noch gut aus. Und ja, es hat eigentlich aber eher weniger mit Modern Warfare zu tun gehabt oder beziehungsweise mit Call of Duty. Zwar kann man jetzt wirklich nicht verhehlen, dass da keine Parallelen sind. Es war schnell, es war flink, aber sehr futuristisch. Aber das Spiel ist hier vorbei und ich hänge mal gleich einen neuen Part mit rein. So, da bin ich auch wieder. Und wir waren bei. Na, wo waren wir? Bei Titanfall, richtig. Also das Spielprinzip war schnell, hatte doch Ähnlichkeiten mit Modern Warfare. Und klar, es war ein First-Person-Shooter. Aber es war futuristisch und man konnte Mechs bedienen und Leute so abballern. Und. Ja, was konnte man noch? Man konnte wie Matrix-Style so richtig von Wänden irgendwie sprinten und man hatte solche eingebauten Jetpacks, damit konnte man noch ein bisschen so fliegen. Das Ganze sah wirklich interessant aus, die Maps waren auch ziemlich groß. Also nicht wie. Schaut euch diesen Penner da oben an. Meine Fresse, da muss ich echt mein Commentary hier mal unterbrechen. Naja, was soll's. Beruhigen wir uns wieder. Auf jeden Fall sah Titanfall interessant aus. Mal sehen. Wenn es für den PC kommt, dann werde ich das höchstwahrscheinlich auch mal irgendwie let's playen. Hoffen wir das Beste. Was gab es noch? Dann gab es Rise zu sehen. Son of Rome. Entwickelt von Crytek mit der CryEngine 3. Sah richtig schick aus. So ein antikes Kriegsspielchen. Sehr brutal, aber auch wirklich sehr, sehr Quicktime-lastig. Ja, die ganze Zeit drücke X. Drücke Y, drücke B, kotze in eine Tüte. Nee, ganz so schlimm war es nicht. Aber es hat schon wirklich nach kurzer Zeit angeödet. Ja, immer dasselbe und Quicktime-Event nach Quicktime-Event. Ja, was gab es noch für die Xbox One? Dann Crimson Dragon. Da hat man so einen Drachen gespielt und musste andere Drachen irgendwie totfauchen. Sah schick aus, farbenfroh, farbenprächtig. Ein neues Killer Instinct wurde angekündigt, ein Project Spark Multiplayer, so ein Baukasten da, wo man Levels und sowas bauen konnte. Und letzten Endes kann man das jetzt so sagen, und das ist meine persönliche Meinung, ja, nicht vergessen. Beide Fraktionen haben jetzt wirklich nicht geglänzt dadurch, ja. Also, was heißt das? Also, sie haben keinen System Seller irgendwie vorgestellt. Da, wo du sagst, Alter, ich muss dieses Ding direkt zu Hause haben, ja, wenn es erscheint. Nein, so etwas gab es nicht. Ja, gab es nicht. Man konnte eben irgendwie dieses Potenzial auch nicht ganz so sehen. Die Next Generation, natürlich sind das nur Launch-Titel. Wer weiß, wie es danach aussehen wird, ja. Und wie sehen die Konsolen aus? Letzten Endes, also die Xbox One hat ja. Ja, scherzerweise den Namen Horstbox erhalten. Ja, warum? Weil das wirklich so eine Box ist wie in den guten alten 80ern und das war's. Und die PlayStation 4 sieht eigentlich nicht sonderlich anders aus. Also es ist auch so, ja, versetzt ein bisschen. Aber doch, die haben schon ziemlich Ähnlichkeiten auf jeden Fall. Finde ich jedenfalls. Also, aber das Design ist doch zweitrangig, seien wir mal ehrlich. Also, darauf kommt es ja nicht an. Aber das sind zum Beispiel jetzt Sachen, die ich jetzt hier erwähnen werde, worauf es sehr wohl ankommen kann. Die Xbox One kommt ja mit einem, wie soll man sagen, mit einem
Na, meine Fresse, schaut euch diesen Kempten. Mann, was soll ich dazu noch sagen? Ich glaube, ich mache jetzt weiter hier mit meinem Commentary. Auf jeden Fall, also die Xbox One kommt mit einer Account-Bindung. Ja, also die Spiele werden accountgebunden sein und dann wird man sie nur noch an einen Freund, den man seit über 30 Tagen in der Freundesliste hat, ausborgen können. Alter, wie kommt man auf so eine Idee, verdammt nochmal? Ja, keine Ahnung, wie man darauf kommt. Auf jeden Fall ist es da. Dann gibt es die Gebrauchtspiel, ja, Sperre will ich nicht ganz dazu sagen, weil es soll möglich sein, die gebrauchte Spiele zu verkaufen. Wie und in welchem Maß und wie sieht das Ganze aus? Keine Ahnung. Auf jeden Fall will man wirklich den Spieler dort auch einschränken. Was gibt es noch? Und das sind jetzt hier wirklich die Argumente, die bei mir dazu geführt haben, dass ich das komplett ignoriere, nämlich Kinect-Pflicht. Sowohl als auch Mikrofonpflicht. Das heißt, wenn Kinect nicht angestöpselt ist, kannst du sie nicht nutzen. Ja. Und das Mikrofon muss die ganze Zeit angeschaltet sein, damit du überhaupt das Gerät irgendwie in Betrieb nehmen kannst. Natürlich kann man das Ding ausstöpseln, ja. Aber warum soll ich das die ganze Zeit an- und ausstöpseln irgendwie? Und nennt mich paranoid, ja. Nennt mich ein Verschwörungstheoretiker. Nennt mich doch irgendwie ein Händlerweltler oder sowas. Aber ich bin glücklich verheirateter Familienvater und ich werde mir so ein Ding nicht freiwillig zu Hause hinstellen, verdammt nochmal, ja, dass eine Kamera hat, die andauernd angeschaltet sein soll, irgendwie. Nein, liebe Leute, wirklich nicht. Also zumindest das Mikrofon muss angeschaltet bleiben, ja, und das waren jetzt eben die Sachen, die dazu geführt haben, dass ich die Xbox One gänzlich vernachlässigt habe. Also ich spiele überhaupt gar nicht mit dem Gedanken, so ein Ding irgendwie zu erwerben. Und man dachte im Vornherein, dass Sony so oder so in etwa auch die gleiche Schiene fahren wird. Und dann kam eigentlich das Große, denn sie haben alles verneint. Es gibt keine Online-Bindung bzw. Online-Pflicht, Gebrauchtspiele. Haben sie gesagt, wenn sie bei diesem System bleiben, wie es auf der PlayStation 3 ist, und da kann man das verkaufen. Ja, da kann man die Spiele verleihen. Dazu gibt es auch nochmal so ein nettes Video, was sie gemacht haben. Und keine Kamerapflicht, kein Mikrofonpflicht, keine Accountbindung, Sachen. Also alles wollen sie im Großen und Ganzen so beibehalten, wie es bei der PlayStation 3 ist. Aber nicht alles, denn dann kam auch so eine kleine, ja, Botschaft, die nicht sonderlich schön ist, nämlich das Multiplayer Gaming wird Geld kosten, ja, in Form von PlayStation Plus, und da muss man, weiß ich nicht wie viel, also wenn ihr irgendwie solche Shooter im Multiplayer gerne zockt, der COD und so weiter und so fort, das wird dann in Zukunft Geld kosten, ja, was ja bei Microsoft gang und gäbe, seitdem die Xbox da ist, ja. Also das nochmal so ein Wermutstropfen, aber dennoch, und das finde ich jedenfalls, hat die PlayStation, also 4, in Form von Sony ganz klar diesen Wettkampf gewonnen, ja. Und indem sie einfach nichts großartig verändert haben. Nein, man hat sich nur die Fehler von Microsoft irgendwie angesehen mit der Xbox und haben alles beim Alten belassen eigentlich. Kommen wir noch zu dem Preis. Die Xbox soll 499 Euro kosten, die PlayStation 3 399. Macht es gut und bis dann.